Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Basiswissen-Video mit dem Flo und Max. Wir sind hier in Ottobrunn in unserem Headquarter und ich hätte eine Frage, Flo. Wir kriegen im Kundenservice immer öfter mal die Fragen, wie schaut denn das aus? Das sind doch karzinogene Stoffe bei euch in den Pomaden. Da sind doch gesundheitsschädliche Stoffe verarbeitet. Kannst du mir dazu was sagen? Ja, das kann ich. Es ist so, dass wir ausschließlich Produkte verkaufen, die eine sogenannte EU-Zulassung haben. Das heißt, jedes Produkt, das ihr hier bei uns kaufen könnt, das hat einen sehr aufwendigen Untersuchungsprozess hinter sich, um nicht diese EU-Zulassung für den europäischen Markt überhaupt zu bekommen. Das heißt, die setzen sich dann mit diesem Produkt in Labors hin, nehmen das ins Kleinste auseinander. Also es wird komplett zerlegt, es wird wissenschaftlich untersucht in den Labors, es werden Keimtests gemacht, es wird jeder Inhaltsstoff geprüft, der verwendet wird, und diese EU-Zulassung bekommt dieses Produkt dann nur, wenn wirklich absolut keine gesundheitlichen Bedenken sind bei diesen ganzen Inhaltsstoffen, aus denen das Produkt besteht. Also ich nenne mal jetzt den verteufelsten Inhaltsstoff von allen, das ist das böse Mineralöl, und in dem Zusammenhang eben auch Vaseline und Mikrowax, das sind Mineralölprodukte, die sind meistens in Pomaden drin. Und die werden ganz oft als, ich habe gehört, dass die krebserregend sind und so hingestellt. Da ist es so, Mineralöl im Rohzustand ist tatsächlich gesundheitlich bedenklich. Oder ich glaube sogar krebserregend tatsächlich, soweit ich weiß. Aber das Mineralöl, was dann in Pomaden reinkommt oder die Vaseline, das ist sogenanntes medizinisches Mineralöl. Das heißt, da wird dieses Rohmineralöl genommen und wird ganz aufwendig gereinigt und neu aufbereitet und ist dann so rein sozusagen, dass es keine krebserregende Eigenschaften mehr hat und kann dann bedenkenlos in solche Kosmetika verwendet werden. Findet man in ganz vielen Kosmetika, also auch in Cremes oder Lippenstiften, Lippenbalmen und sowas. Auch in der Medizin kommt es zum Einsatz, deswegen heißt es auch medizinisches Mineralöl. Und da muss man sich keine Sorgen machen, wenn es diesen Stempel der EU-Zulassung sozusagen bekommt, dann ist das gesundheitlich komplett unbedenklich. Ähnlich ist es, verhält es sich mit den Farbstoffen in verschiedenen Pomaden oder zum Beispiel auch in den Hairtonics. Manche von denen sind zwar nicht natürlich, aber sie sind keinesfalls gesundheitsgefährdend. Es kann passieren, dass man auf einen solchen Farbstoff allergisch reagiert. Ist scheiße gelaufen, tut aber dem Produkt an sich keinen Abbruch. Das Produkt ist gut, es wurde getestet, auch dermatologisch. Es kann ab und zu Hautreizungen aufkommen, es kann halt passieren. Aber das passiert draußen Leuten mit Heuschnupfen genauso. Also da muss man sich keinerlei Sorgen machen. Wenn ich jetzt merke, nach einmaliger Verwendung, hey, boah, mir juckt die Kopfhaut wie blöd, vielleicht vertrage ich das Produkt nicht, dann einfach nicht mehr hernehmen, zu uns Kontakt aufnehmen, vielleicht mal nachschauen im Internet, nachfragen, was ist das denn für ein Inhaltsstoff, was genau ist denn da drin, könnt ihr mir was dazu sagen. Ist kein Problem, dafür sind wir ja da. Könnt ihr anrufen, uns eine Mail schreiben, das ist ja kein Problem. Allerdings verteufelt nicht das Produkt direkt selbst. Es könnte dieser eine Inhaltsstoff sein, auf den man einfach nicht so gut reagiert, und an dem liegt es dann halt einfach. Also wie gesagt, die ganzen EU-Normen sind hier strengstens eingehalten und wir gucken auch immer, dass wir da auf dem aktuellen Stand bleiben. Das heißt, wenn wir irgendwie herausfinden, dass die Normen nicht mehr erfüllen, also weil irgendwelche Rezepturen dann doch Stoffe enthalten, die in der EU nicht zugelassen sind, dann werden die sofort ausgelistet, wenn sie es überhaupt ins Sortiment geschafft haben. Eben, ja. Aber die EU-Normen, die ändern sich auch manchmal so ein bisschen, dann bleiben wir immer aktuell und wenden uns dann auch eben an die Hersteller, falls es da irgendwas zu ändern gibt oder man irgendwas beachten muss. Bei diesen Mineralölgeschichten, das liest man sau oft, dass die wohl krebserregend sind. Das liegt aber eben, wie gesagt, an diesem Rohzustand, der tatsächlich gesundheitlich bedenklich ist, aber in diesen Produkten keine Anwendung findet. Und man muss halt auch immer so ein bisschen gucken, wo lese ich das, wer schreibt es, weil ins Internet kann jeder was reinschreiben. Mir könnte sicher sein, dass halt bei dieser EU-Zulassung, bei dieser Prüfung wirklich ganz hoch qualifizierte Wissenschaftler am Werk sind, die das eben ja wirklich behördlich machen und eben für die ganze EU dann auch so prüfen und zulassen. Was auch noch ein Punkt ist, ist, wenn ihr die Produkte benutzt und euch auf den Kopf in die Haare schmiert, der Körper nimmt da nicht so viele Stoffe auf, wie wenn ihr jetzt die Pomade zum Beispiel essen würdet oder das Hairtonic trinken würdet. Und das ist dann nämlich auch der Punkt, der meistens kritisiert wird, das ist die direkte Zunahme von zum Beispiel Mineralöl jetzt. Aber wir haben es euch schon mal empfohlen und wir raten es euch dringend, Pomade nicht zu essen oder die Hairtonics nicht zu trinken. Das ist, und da hilft euch dann tatsächlich auch keine EU-Norm mehr, wenn ihr
das Produkt nicht so nicht so verwendet, wie es eigentlich gedacht ist. Wenn die eine oder andere riecht ja ganz lecker, aber ich glaube, schmecken tut sie dann doch nicht. Genau. Also wenn ihr Produkte so anwendet, wie es vorhergesehen ist, nur die äußerliche Anwendung, dann keinerlei Bedenken. Wie gesagt, es kann eventuell eine allergische Reaktion auftreten. Aber gesundheitsschädlich sind keine unserer Produkte. Genau, so ist es. Ihr könnt euch sehr sicher sein. Wir haben uns das auf die Fahne geschrieben, dass wir da eben auch selber sicher sein wollen und dann auch unseren Kunden diese Sicherheit gewähren wollen, indem wir halt einfach auch nichts anbieten, wo keine EU-Zulassung dabei ist. Ich glaube, das haben wir alles gesagt, oder? Ja, das wäre, glaube ich, so gut für einen groben Überblick mal gewesen. Dann danke fürs Zuschauen. Abonnieren bitte nicht vergessen. Lasst einen Daumen da. Würde uns sehr, sehr freuen. Und dann verabschieden wir uns. Hier ist Otto Brunn, der Flo. Der Max. Ciao, servus.